Jo Leute, herzlich willkommen wieder bei mir auf dem Kanal. Ich bin's wieder, euer Matt. Wir haben wieder ein Opening und zwar habe ich noch eine Siegfrieds Glurak Box, die ja sehr oft ausverkauft ist. Und gleichzeitig noch das dunkle Felinara V, hier die Box. Das heißt, wir haben 12 Booster Packs, die uns erwarten und wir werden diese zusammen öffnen. Wir starten hier gleich mal rein mit der Glurak V, also Siegfrieds Glurak V Box. Ich habe die zufällig gefunden und ich hoffe, wir haben noch ein paar Karten hier drin, die uns fehlen. Fangen wir gleich mal an. Hier alles mal auf die Seite, was wir nicht brauchen. Dann die wunderschöne Promokarte hier. So, mal kurz ein paar Sleeves holen, was wir alles hier haben. Also, wir haben hier die wunderschöne Glurak V-Karte von mit Siegfried drauf. Gleich mal gucken, wie das Ganze hier ist. Ich zoome mal ein bisschen ran. So, hier die Glurak V-Karte. Eben wunderschön Centering, ein bisschen off, wie man sieht. Leider hier auf der Rückseite links, rechts ein bisschen mehr. Schade eigentlich. Aber ansonsten eine schöne Karte. Auch die Jumbo-Karte hier davon. Und dann haben wir noch Celebrations natürlich, meine Freunde. Schaurige Herrschaft. Nochmal Celebration, also vier Stück Celebration. Einmal Schaurige Herrschaft und einmal Farbenschock, das wir hier haben. Fangen wir gleich mal an. Ich weiß, es hätte schon leid mit den Celebration Openings. Ich habe aber noch ein paar Boxen und deshalb öffnen wir die jetzt. Fangen an mit Farbenschock erstmal. Und hier haben wir die Pflanzenenergie Petrafakt, Tentantel, Zwotronin, Wuffels, Pfiffchen, Pepek, Ninkara, Picuda, Plaudergei und dahinter Pikachu Wii. Nice. Gleich mal einen Hit hier raus. Das Centering sieht auch sehr gut aus hier bei dieser Karte. Hinten leider off-center. Schade, oben unten. Aber ansonsten eine schöne Karte hier raus aus diesem Set. Dann würde ich sagen, machen wir mal Celebration noch. Das erste Pack. Die Printqualität Celebration ja sehr gut. Oh, das Pack ging sehr erstaunlich leicht auf. Wirklich sehr erstaunlich. Wir haben hier ein Ho-Oh, ein Lugia, Knackrack C Level X und dahinter haben wir noch Session V. Nice. Also Celebration, das erste Pack kann sich schon mal sehen lassen. Hier Knackrack C und das Session Wii. Schöne Karten. Hier die erste Karte, die gereprintet wurde. Nice. Also kann so weitergehen. Meine Freunde. Und jetzt mal hier alles ordnen. Gehen wir gleich zu Pack Nummer 2. Hier in dem Pack
erhoffe ich mir endlich mal ein bisschen Flor. Mal sehen, ob mein Mund in Erfüllung geht. So, wir haben Palkia, Yuletal und dahinter haben wir leider nur einen Cosmog und Forschung des Professors. Schade eigentlich. Aber was sollen wir machen? Das sind halt die Packs. Zwischen mal schaurige Herrschaft hier. Ich habe die Packs beim Ausflug durch Österreich habe ich die zufällig bekommen. Da standen noch beide im Laden. Ja, dann gab es zusätzlich noch 20% auf alle Spielsachen. Das heißt, gleich mal gespart. Trasla und dahinter Calamanero. So, noch zwei Celebration Packs. Leute. Hier haben wir einmal Lugia, dahinter das Koron und dahinter was haben wir Yveltal. Schade. Dahinter nochmal Forschung des Professors. Schade. War nichts. Aber ein Pack haben wir noch. Und das seht ihr das. Ich habe es gerade mal angegriffen und das ist schon offen. Wurde hier ja, doch Schweißstellen sieht man, aber ganz komisch. Cosmo, Reshiram und dahinter haben wir Palkia und Forschung des Professors nochmal. Also aus der ersten Box nur ein Hit. Schade eigentlich. Deshalb haben wir noch Dunkle Felinara Wii. Hatten wir ja schon geöffnet. Öffnen wir es nochmal. So. Also hier die Jumbo-Karte Felinara Wii. Schön anzusehen. Schöne Karte, die Promokarte dazu, packen wir auch hier raus, sehen wir uns gleich an, vorher packe ich noch die Packs aus, wieder Celebrations, schaurige Herrschaft, noch zweimal Celebrations und Farbenschock. So, gucken wir uns die Promokarte mal an. Also Douglas Felinara Wii hier. Centering sieht eigentlich sehr gut aus auf der Vorderseite. Auf der Rückseite auch sehr gut. Also dieses Centering ist wirklich so wünscht man es sich. Aber wir haben noch ein paar Packs. Und zwar haben wir hier Farbenschock. Bisher noch kein wirklich guter Hit hier in Farbenschock. Stahlenergie, Aroma, Energie, Galafunschlick, Mooruder, Schwalbini, Hornleo, WhatsApp, Pampuli, Pepek, Hokomil und dahinter ein Galaflam Pivium Remax. Schön. Doch noch ein kleiner Hit hier drin. Leider ein bisschen off-center. Man sieht Rückseite. Rückseite sieht gut aus.
Ansonsten tolle Karte. So, wie zuerst, als nächstes Celebration. Mal gucken, ob hier die Packs auch so leicht aufgehen. Nee, das erste schon mal nicht. Und wir haben hier ein Diaga. Reshiram. Dahinter haben wir. Endlich! Das Bisoflor. Nice. Und dahinter noch Lunala. Aber endlich ein Bisoflor. Das will ich schon die ganze Zeit ziehen und jetzt habe ich es. Sehr schön. Sandwing leider oben, unten, off. Wie man hier sieht, auch ziemlich verschmutzt auf der Oberseite. Dürfte ein Print Error sein. Rückseite auch oben, unten, off. Aber sehr nice. Hat sich schon gelohnt, diese Box. Ich habe das Bisoflor, das ich haben wollte. Aber wir haben noch ein paar Packs. Und es gibt immer noch Karten, die sehr viel wertvoller sind als das Bisoflor. So, wir fangen wieder an mit Yveltal. Kyogre. Diaga. Dahinter noch. Sogaliu. So, schaurige Herrschaft dazwischen. Um das Pack nicht zu vergessen. Okay, so habe ich ein Booster Pack auch schon lange nicht mehr zerstört. Wir fangen an mit der Wasserenergie Rollum Mel Seong Sesukit Kolbit Dicta Hoplo mit dem Schneeball Raffel Elitzebe in Reverse und dahinter haben wir einen Rex Blizzard. Sehr schade hier, aber noch zwei Pack Celebration, die wir hier haben. Das Pack ging auch wieder sehr leicht auf. So, als erstes das Pack hier. Diaga dahinter und Xerneas dahinter noch. Forschung des Professors. Last Pack Magic, Leute. Ich hoffe darauf. Wir werden es gleich sehen. Wir haben hier einen Cosmog, einen Palkia und dahinter haben wir einen Turtok. Zwei Starter hier. Nice. Dahinter noch das Mew. Wunderschöne Karte. Zwei Starterkarten hier raus. Bisoflor. Turtok. Leute, wenn euch das Video gefallen hat, gebt ihm ein Däumchen nach oben. Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr auch schon alle drei Starter habt. Und wir sehen uns im nächsten Video. Euer Matt.